Löffelchen voll Zucker, bittere Milchtee versüßt. Ja, Milchtee versüßt, Milchtee versüßt. Wenn ein Löffelchen voll Zucker, bittere Milchtee versüßt. Das alternative fotografische Solo. Staffel 3. Die Wurst kommt nicht zum Hund. Aus dem Tränen eiser kalt. Mit Matthias von Schramm. Mein Name ist Matthias von Schramm. Wir beschreiben heute und besprechen auch im alternativen fotografischen Solo beschreiben wir ein Bild von Gerhard Körsgen aus Bergisch Gladbach. Ich muss dazu sagen, ich bin alleine immer noch, weil doch diese Rückreise von Dietmar Schön etwas dauert. Ich habe ihm zwar Geld geschickt, aber es ist nicht angekommen, weil er keine Adresse hat. Ja, gut. Dieses Foto von Gerhard Körsgen heißt Mary Poppins, New York City 2. Es ist ein Foto in einer Sepia-Tönung, Kleinbild. Eine 32. Sekunde fotografiert. 32. Sekunde. Kleinbild 32. Sekunde. Da muss man nachdenken. Das sind so, ich weiß nicht, waren das nicht Werte von Contax? Yashika! Egal. Ich weiß es nicht. So, man sieht Street, man sieht Licht da oben, man sieht hinten das Schild Mary Poppins. Deswegen heißt das Bild ja dann auch so. Nee. Ja. Supercalifragilisticexpialidocious. Dieses Wort klingt durch und durch furchtbar wahnsynthetisch. Wer es laut genug aufsagt, scheint klug und fast prophetisch. Supercalifragilisticexpialidocious. Es ist nicht unbedingt eines dieser ganz typischen, möchte ich mal sagen. Meine Fresse. Erstmal ein Kaffee, ne? Es ist gewiss nicht eines dieser ganz typischen New York-Bilder. Denn es steht Euro drauf, rechts oben, da, so an der Seite. Und auch sowieso, das ist nicht unbedingt, das kann überall sein, das ist nicht unbedingt, das ist wahrscheinlich ein Kinoplakat, so ein ganz, ganz, ganz typisches großer Apfelfoto aus New York. Es ist, glaube ich, eher so ein Street, so ein bisschen spontan gemacht, allerdings mit einer sehr bewegten Situation, sehr bewegte Szene. Es ist Bewegung da, Menschen bewegen sich und so im Hintergrund ist Straßenverkehr. So. Mir gefällt das Bild sehr gut, weil es eben sehr dynamisch ist und weil. Und das ist natürlich eben auch das, weil eine Dynamik noch entsteht oder eine gewisse Ästhetik durch die Regenstürme. Und weil es regnet und weil dadurch vom Boden ein gewisser Glanz ausgeht und dadurch das ganze Bild natürlich an Leuchtfarben sozusagen auch gewinnt. Und das finde ich wiederum auch sehr schön. Ne? When I shake hands with you.
Ja, folgendes. Mary Poppins ist ja ein mit magischen Fähigkeiten ausgestattetes Kindermädchen. Und aus dieser Kinderbuchreihe, die es in Deutschland zum Beispiel auch in 4 Bänden gibt, die Episodenbände sind, ja. Es gibt keine durchgehende Handlung quasi. Das ist eine Sammlung von Kurzgeschichten, von Abenteuern. Und wir erinnern uns vielleicht, der erste Band, der beginnt ja damit, dass Mary Poppins bei der englischen Familie Banks in London plötzlich auftaucht. Und ja, und da kommen wir wieder aufs Bild zurück. Die Szenerie, die Menschen, die tauchen aus dem Nichts und verschwinden wieder. Es ist also wirklich eine kurze Momentaufnahme und sie tragen wie Mary Poppins auch einen Schirm. Ja, insofern ist also, finde ich, völlig ausreichend damit das Bild beschrieben. Ich muss hier nochmal recherchieren. Es ist ja Folgendes, ne? Also, folgende Sache, was den Autoren, Bildautoren angeht. Ich muss sagen, der Mann ist ja sehr aktiv in der Foto-Community. Ne? Er hat zum Beispiel immer Monatsthemen unterwegs. Da schreibt er zum Beispiel in seinem Portfolio, das Monatsthema für den Februar 2010 lautet Tribute to. Bei diesem Thema widmete ich ausgewählten Fotografinnen und Fotografen der FC jeweils ein von mir erstelltes Bild. Meist handelt es sich um Leute, die vornehmlich in der Sektion Kritik hart und direkt einstellen. Mache ich nie, weil da kriegt man ja Kritik hart und direkt. Wer will das schon? Aber nicht nur. Die Intention, warum gerade das jeweilige Bild zugeordnet wurde, wurde erläutert. Den meisten der verwendeten Fotos wurde ein bezugnehmendes Foto des Geehrten darunter gestellt zum direkten Vergleich und so weiter und so weiter und so weiter. Müsst ihr mal bei Gerhard Kersten draufklicken, mal sehen, was es damit in sich hat. Das sprengt ja hier jede jegliche Rahmengeschichte. Und in diesem Sinne möchte ich sagen, egal, was jetzt passiert mit dem Dietmar Schön, schickt mir Fotos und tschüss.